So, Freunde der Nacht und modernen Unterhaltung. Ja, hier ist gerade nicht sehr nächtlich, aber das ist auch gut für uns, weil wir wollen hier ein bisschen weiter bauen. An der Kirche bauen wir weiter. Ja, eine Kirche für das Dorf. So muss es sein. Aus dem Stein, was wir aus dem Orianaturm gerissen haben. Seht schon, da oben ist ein bisschen was vom Turm abgetragen worden. Da habe ich auf Screen ein bisschen was gemacht. Auf Screen. Und unten fehlt schon der halbe Turm. Ja, habe jetzt hier, denke ich, genug Steine, um das Ding ein bisschen in die Höhe zu ziehen. Soll ja auch ordentlich groß sein. Ich würde fast behaupten, das größte Gebäude im Dorf. Wird natürlich schwer, mein Haus zu gebieten. Mein eigenes Haus, das ist sehr hoch geworden und wird wahrscheinlich auch noch höher werden, aber ja, steht auf dem höchsten Gipfel des Berges und ja, soll zumindest alles andere überragen und ja, deshalb müssen wir auch nicht gucken, wann wir aufhören sollen, weil ja, die Kirche kann ruhig ordentlich groß werden. Das haben sich Bauwerke an sich. Eigentlich haben wir ein bisschen zu klotzig gebaut. Man hätte auch noch hier so ein bisschen die Seitenschiffe machen können, aber das werden wir vielleicht auch noch machen. Erde kriegt man ja irgendwo her und ja, wir können das dann auch noch ausbauen. Jetzt nur erstmal das Grundviereck. Da kann man ja dann auch noch, da muss man ja dann auch noch weiter rausgehen und sich von dem Viereck entfernen, wenn man eine gute Kirche haben will. Ja, ich würde heute mal über ein, zwei Themen reden. Also vielleicht nicht heute über alle Themen, aber ja, vielleicht wird der Bau des Gebäudes hier ein wenig länger dauern und da können wir mal ein paar Themen ansprechen. Ja, wie soll ich anfangen? Ich fange am besten damit an, dass ich mich jetzt zu hoch hinaufgebaut habe und dass ich nicht hier runterfalle. Ja, genauso einen großen Fallschaden kriege. Naja, Hältchengrenzen. So, da schauen wir mal, wie das von innen aussieht. Ja. Ein Thema, was sich anbieten würde, was ich gerne mit euch besprechen würde. Ja, ihr merkt, ich rede schon um den heißen Brei herum. Ich weiß gar nicht, ob ich das ansprechen soll. Das soll ich vielleicht mal zur Abstimmung geben. Soll ich das mal? Ja, in der letzten Abstimmung fürs Thema wurde auch nicht wirklich, ja, nur auch nicht wirklich abgestimmt. Ne, faule Community hier. Ja. Ich sag schon 2G. Die Timelapse wird in diesem Video dann vorausgesetzt, ich komme zu einem Thema, nicht wirklich geben. Dann kann ich die Sachen gut ins Themen füllen. Ja, ich würde sagen, den Boden machen wir hier auch aus Stein. Müssen wir eventuell noch ein bisschen was abtragen. Den Turm ganz abtragen.
Da können wir dann auch noch ein bisschen was, ja, wenn wir zwischen dem Turm und dem und der Kirche, dem Gebäude wechseln. Fangen wir mal damit an, dass ich mich zu einem Thema äußern würde, ganz gerne. Ich bin ja mal ganz vorsichtig dabei, wenn ich mich zu irgendwelchen politischen Themen äußere und da Sachen sage. Das mache ich nicht sehr gerne. Das ist ein Let's Plays nicht sehr schön und ja, ich rede gerne über andere Themen. Politik muss auch mal rankommen. Das ist ja, und ja, wo wir gerade dabei sind, eine Kirche zu bauen. Ja, ich zögere das hier immer weiter hinaus, weil ja, ich habe ein bisschen Schiss darüber zu reden. Ihr merkt es. Ja. Es ist gar nicht mehr so brandaktuell. Ich habe mich ewig dazu nicht geäußert. Aus dem einfachen Grund, weil mir einfach die Worte fehlten. Ja, und ich glaube, ich muss gerade auch in dem Part, wo wir hier gerade eine Kirche bauen, muss ich zumindest mal einen kleinen Satz dazu sagen, damit das auch mal passiert ist, damit das hier mal raus ist und damit ich auch mal meinen Senf dazu gegeben habe und damit wir das Thema aus der Welt haben, damit keiner mehr sagen kann, du hast dich doch gar nicht dazu geäußert. Es geht um nichts Geringeres als, ja, mal wieder einen großen Skandal. Einen großen Skandal, einen sehr großen Skandal. Genau die Kirche. Ja, ihr werdet es bestimmt mitbekommen haben, dass es hier langsam Nacht wird. Ja, ihr werdet es bestimmt mitbekommen haben. Das wird durch die Nachrichten nicht an euch vorbeigegangen sein. Boah, wie schön das hier aussieht. Mit den ganzen Lichtern in den Häusern. Das ist doch spitze. Am Abend. So muss das sein. Es wird an euch nicht vorbeigegangen sein. Der Missbrauchsskandal. Ja, der katholischen Kirche. Erstmal schlafen hier, bevor wir mit dem schweren Thema hier mal anfangen. Aber einen Tag schon verbraucht. Schön drumherum geredet, zwei. Hast du fein gemacht. Oder halt nicht. Ja, ich würde mal sagen, mindestens so hoch wie den Turm. Früher würde ich die Kirche da auch mal ziehen hier. Vor allem mit einem Turm da hinten noch dran. Ich würde da hinten noch einen Turm hochziehen. Das könnte von der Höhe vielleicht passen. Also von der Grundhöhe. Wir wollten was Schlichtes machen. Nicht allzu gigantisches. Ja, ich rede wieder drum herum. Ein Hessenbrei. Ja, ich rede nicht gern darüber. Das ist, ja, ich versuche mal die richtigen Worte dafür zu finden. Es ist, ja, was soll man dazu sagen? Es ist ein Skandal und es ist, viel will ich nicht dazu sagen. Es ist einfach schrecklich und es ist eine Sache, die man noch nicht verharmlosen kann und die mich auch einfach offen gesagt sehr erschreckt und ja, kann man erstaunt sagen, das ist ja, Erstaunen ist eigentlich meistens doch was Positives, ja, negativ hat es mich erstaunt, als ich die Zahl gehört habe, ich habe es jetzt nicht mehr parat, die Zahl, aber vielleicht schreibe ich sie jetzt mal hier in den Bildschirm. Ich schreibe es nicht in den Bildschirm, ich schreibe es in der Videobearbeitung im Nachhinein rein. Ja. So viele, also es waren glaube ich über 1000 Missbrauchsfälle und etliche Opfer und viele Täter. Das ist, wo ich mir, also dass es in der katholischen Kirche solche Fälle gibt, das war mir schon immer klar, das war allen klar, das ist ein offenes Geheimnis, dass
der Vatikan da Sachen verheimlicht und in Archiven und geheimen Kammern da irgendwie im Dunkeln lässt, aber dass auch Missbräuche stattgefunden haben, das kann man so sicher sagen, das ist. Ich kann es nicht richtig ausdrücken, aber ja. Ich rede auch hier mein Stuss vor mich hin. Tja. Dass Priester in der katholischen Kirche dazu gezwungen werden, zölibatär zu leben. Also auf das ihm gerade genannte zu verzichten. Das finde ich grundsätzlich allein schon eine Sache, die ich unheimlich. Das finde ich schlimm. Also, ich stottere mir hier meine Sachen zurecht, aber. Was mache ich gerade? Ich will ja fressen, will ich mir holen. Aus dem Keller. Das wollte ich. Und ja, das ist. Und da gibt es manchmal so die. Ja. Menschen, die halt so ein bisschen. Dann gibt es halt Priester, die leben im Zölibat und wollen es eigentlich doch nicht und sind sich da irgendwie nicht. Scheinen sich da irgendwie nicht ganz grün zu sein und dann. Ja. Ich will jetzt auf keinen Fall anfangen, irgendwas zu erklären oder irgendwie zu. Beschreiben, warum man denn könnte, und ich will jetzt hier gar nichts rechtfertigen. Nein, 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 auf keinen Fall. Und ich rede mich auch hier mit jedem Satz weiter um den Kragen. Also, auf keinen Fall kann man sowas rechtfertigen. Missbrauch, also generell, also gerade was kleine Kinder angeht, das ist. Also jeden Menschen, es ist Missbrauch gegenüber einem Menschen. Das kann man mit gar nichts, aber auch absolut keinen Worten rechtfertigen. Es gibt nichts in dieser Welt, es gibt auch nichts außerhalb dieser Welt, wo wir schon bei Glauben und Kirche sind, womit man irgendwie. Ja, womit machen wir denn jetzt das Dach? Das ist jetzt die große Frage. Wie bauen wir jetzt weiter hier? Ja, ich guck mal gerade im Keller nach, ob wir da irgendwas finden, was wir verwenden können fürs Dach. Eisen? Kupfer eigentlich, Kupferdächer sind bei Kirchen immer gut. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ja. Es ist eine absolute Katastrophe. Da kann man nicht viel zu sagen. Da fehlen mir auch die Worte. Und wir können jetzt darüber reden, wie das alles zustande kommt und warum man das irgendwie. Ich bin da auch kein Experte. Ich kann da auch nicht sagen, wie, was, wo, warum und weshalb. Ich kann mir das nur so zurechtlegen, wie ich das so verstehe und wie meine objektive Sicht dazu ist. Meinung ist es ja nicht, aber Theorie, das sieht bestimmt kacke aus.
Oh, und dann mal ja, so einen roten Granitstein. Aber davon haben wir wahrscheinlich nicht genug, oder? Granit. Das reicht nicht für ein Dach, oder? Ziegel, können wir Ziegel irgendwie brennen? Ziegel, Ziegel, Ziegel. Roter Sandstein. Steinziehe. Was nehmen wir denn hier am besten dafür? Granit, den fand ich eigentlich schon gar nicht so schlecht. Wollen wir es mit dem mal versuchen? Notfalls müssen wir Patchwork-Dach machen. Nehmen wir erstmal den Stein und machen dann das schöne Außen mit. Ist schon wieder Nacht. Ach du Scheiße. Machen wir das schön dann außen mit, ja, mit dem Granit. Dann reicht es vielleicht. Die äußersten Steine und die innersten Steine dann mit normalem gebrannten Stein. Dann versuchen wir es erstmal so. Das klingt nach einem Plan. Zurück zum Thema. Ja, es tut mir leid, dass jetzt hier immer zwischen dem Spiel und zwischen dem Thema rumschweife. Das ist halt ja, ist halt kein Wanderungspart, wo man einfach vorn lang läuft, ab und zu mal hüpft und sonst eigentlich nur die Wege lang läuft. In solchen Parts könnte man flüssig das Thema besprechen, aber ja. In Bauparts muss man dann halt auch ein bisschen an andere Sachen denken. Okay, den wollen wir da rein und den wollen wir mal vielleicht mal gegen den Netherstein tauschen. So, Stein. Ich würde mal sagen, das kann dann hier schon der erste Stein sein. Granit. Es wird dann so ein bisschen klotzig, würde ich sagen. Ja, so in der Art. Es wird dann so ein bisschen da. So ein Dach. Ja, zurück zum Thema. Es ist eine Schande. Es ist eine Schande für jeden. Oh, das ist gar nicht schon vorbei. So viel dazu. Haben wir irgendwo einen anderen Granit? Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Kann man, glaube ich, machen. Wo kriegen wir denn Granit her? Notfalls mache ich einfach mal was Verbotenes und gehe mal in den Creator-Modus und Kreativ-Modus, so heißt er. Tu mir da die Steine raus. Warum nicht? Ja, machen wir es doch mal. Tut nicht so, als hätte ich das nicht schon öfters gemacht. So, Granit ohne Ende. Da wollte ich gerade hopsen. Ja. So, da können wir hier weiterbauen. Und der Garnet geht nicht zu Ende. Ja, ist ein bisschen geschummelt, aber. Ja. Und wir hatten Granit. Und wir bauen damit weiter. Nur eine kleine Erweiterung der Ressourcen, die wir hatten. Ja, was ich noch unbedingt sagen wollte, ist, ja, ein Priester, der eigentlich die Aufgabe hat, die Kinder irgendwie, als Priester, die hat man die Kinder zu beschützen und das, also die, ein, ja, ein,
eine Vertrauensperson zu sein und irgendwie ja nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Menschen irgendwie in der Gemeinde, in der Kirche, in der Pfarrei irgendwie da zu sein, für die Leute da zu sein. Und oh ja, ich kann ja auch jetzt schneller abbauen. Kreativmodus. Vorsichtig. Und gerade in dieser Position ist das umso mehr eine Schande, dass man so sehr das Vertrauen der anderen missbraucht. Also da kommen Leute zu dir und vertrauen sich dir an. Gerade Eltern bringen ihre Kinder zu Religionsstunden von Priestern. Die werden öfters mal von Priestern geleitet und dann wird das Vertrauen so missbraucht und so, ja, zerpflückt. Das ist also schon, versteht doch, was ich meine. Das ist eine Sache, die, ich verstehe es nicht. Das ist einfach, das ist gerade, solche Leute haben dann auch ein, die haben auch einen Auftrag, die haben eine, boah, hier muss ich mal ein paar Fackeln reinhängen. Ist noch sehr, sehr dunkel. Da können gleich Monster drin spawnen. Na, wie sieht's denn aus? Ja, könnte besser, aber ja, geht. Da werde ich noch ein bisschen außerhalb bauen, da werde ich noch drumherum so ein bisschen. Das wird noch anders aussehen. Das ist jetzt hier nur die Grundgerüstsache. Was soll ich sagen? Ja, ist eine Schande für jeden Christen, eigentlich für jeden Katholiken. Das ist ja, weil das ja auch in der Presse breitgetreten ist. Es steht mal wieder hier für die bösen Sachen in der Kirche, dass die man, ja, so soll es nicht sein. Ja, ihr merkt, mir fehlen einfach die Worte. Oh, ich habe ja Fackeln dabei. Ja, so viel dazu. Dann nehmen wir doch einfach die. Und ich gehe, glaube ich, mal wieder aus dem Kreativmodus raus, oder nein, ich bleibe mal erstmal drin, weil wir dann noch ein bisschen weiter bauen. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt irgendwie ein paar richtige Worte dazu gefunden. Jetzt werden mich einige Leute, die es sehr extrem sehen, die sehen, dass das so, 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 so schlimm ist, verurteilen, dass ich noch zu harmlose Worte gefunden habe. Und Leute, die das gar nicht so schlimm finden. Also, das ist schon ein bisschen übel. Leute, die das gar nicht so schlimm finden. Aber gut. Leute, die das gar nicht so schlimm finden, die werden mich verurteilen, dass ich zu böse Worte gesagt habe. Aber das ist schon, das ist immer so, wenn man eine Meinung sagt. So schön ausleuchten hier. Den da wieder einsetzen. So. Sieht noch ziemlich düster hier aus. Ja, kommen wir mal zu besseren Themen hier. Es gibt deutlich schönere Themen. Und gerade um Glauben und Kirche. Ja. Ob ich da mal was finde. Hier wollte ich was abbauen. Das kann ich ja jetzt mit der Hand. Ach, da unten ist auch noch was nicht gerade. So. Können wir das so lassen? Oder kann man da innen drin noch irgendwas schöner machen? Ich würde sagen, ja. Machen wir das mal ein bisschen eleganter. Vielleicht hier mit dem anderen Sied hier mal ein bisschen zubauen.
Ja. Und wo bin ich denn hier? Ach so, da bin ich. Da muss ich. Zack. Ja, damit ich das Thema jetzt auch mal abgehandelt hätte. Kann ich hier schweben? Ja, ich kann hier schweben. Können wir die Decke mal auf diese Art auch zubauen hier. Zack, zack, zack. Heute mal im Kreativmodus. Das kommt bei mir hier selten vor, aber es muss auch mal sein. So. Die Küche sieht dann von innen ein wenig kahl aus, aber da kann dann vielleicht noch ein bisschen Holzelemente dazukommen. Ja. Manche Leute, ich habe schon von Leuten gehört, die Angst davor haben, nachts in eine Küche zu gehen. Die mir berichteten, dass sie Angst haben im Dunkeln in der Kirche. Sowas in der Art wie nachts auf dem Friedhof. Also nachts auf dem Friedhof habe ich auch Angst. Das ist kein schönes Örtchen, wo man da sein kann. Aber nachts in der Kirche, also ich war auch schon mehrere Male nachts in einer Kirche, aber ich hab das nie für einen gruseligen Ort, also gehalten. Ich habe das so, ich bin da nie voller Angst reingegangen. Also ich habe auf meinem Smartphone sogar ein Bild von einer Kirche bei Nacht, weil ich fand es einfach so schön. Also ich habe das einfach als Sperrbildschirm genommen. Ich fand das so wundervoll, das sah großartig aus, das Bild. Oh, schon wieder Nacht, die Tage vergehen ja so schnell. Minecraft. Da wir im Kreativmodus sind, brauchen wir uns auch keine Angst machen um Creeper, die uns hier in die Luft sprengen. Ja, hatten wir im letzten Part das Problem. So, zack, mal schlafen hier im Gasthaus. Ja, vielleicht weil ich dazu erzogen wurde, also. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis mehr, dass ich von meinen Eltern auch katholisch erzogen wurde. Ich bin dann, ja, ich bin seit Babyjahren, also seit, ja, kann man so direkt sagen, seit Geburt an erzogen worden im Glauben. Katholischen Glauben, christlichen Glauben. Und ja, deshalb, das liegt es vielleicht auch daran ein wenig. Dass ich mich da in gewissen Sachen, ja, so eine Eichentür mal einsetzen. Zack. Kirchentür. Ja, da wollen wir Eisentüren einsetzen. Sind die dann schöner? Passen die besser hier rein? Müssten wir mal testen hier. Zack. Ja. Ja, kann man machen. Ich würde, glaube ich, die Holztüren bevorzugen. Scheint mir dann doch ein bisschen zu viel Grau. Hier mal ein bisschen Holztüren. Eichenholz. So. Hereinspaziert in die gute Stube. Ja. Da kann man auch sagen, ja, ich fühle mich durchaus, ja, ob man dazu sagen wohl, man dazu sagen kann wohl, aber ja, ich fühle mich irgendwie wohl in der Kirche und ja, hab da jetzt
nichts gegen und auch ja nachts. Ich kann euch vielleicht mal dieses Bild zeigen, was ich habe. Dieses schöne Bild, so nachts alles dunkel in der Kirche und nur die Kerzen brennen und ja. Das finde ich ein schönes Bild. So, jetzt baue ich hier